Wir sind von Krypto.tv. Ich sehe der Zukunft grundsätzlich mit Ihnen als Volkskanzler unglaublich positiv entgegen. Aber war auch noch, Niederösterreich Landbauer ist bei Michael Leitner umgefallen. In Salzburg kriegen wir jetzt Windbauer und keine Corona-Strafen. Und in Oberösterreich gab es eine Red Queen-Lesung, obwohl nur die Freiwilligen sind. Wie kriegt man das noch hin? Luft nach oben wie immer, aber eins kann ich sagen, wir hauen sie alle eine gegen härtesten Widerstand, so einfach ist es nicht. Und die Marlene hat heute vollkommen richtig gesagt, wenn in Wien der Richtige sitzt, dann können wir den nicht zusammennehmen und dann wird alles viel besser. Das heißt, wir nehmen Sie beim Wort, alles Gute und trotzdem aufpassen. Wir sehen uns in Salzburg. So, Vorsichtsstufe schon. So, ich habe das tragbare Dach, die Veranstaltung ist zu Ende, die Schneiderin ist immer noch fleißig. Ja, wir haben gesehen, es waren mehr Leute als gestern beim Kogler, wer hätte das gedacht? Die Rede war inhaltlich wesentlich strukturierter von jedem der Teilnehmer. Die Marlene war am Schluss jetzt vielleicht ein bisschen betreten, weil ich ja schon auch angesprochen habe, dass da, wo die Freiheitlichen bereits in der Regierung mitsitzen, nämlich in Niederösterreich, in Oberösterreich und auch in Salzburg, doch diverse Probleme immer noch vorherrschen. In Niederösterreich hat man ja stark gewettert gegen die Mutti Mittelleitner, eine Mutti der Impfpflicht, und hat es aber trotzdem geschafft, die Dame wieder als Landeshauptfrau auf ihren Platz zu setzen. Ja, in Oberösterreich gab es unlängst eine Drag-Queen-Lesung, obwohl dort Schwarz-Blau regiert und eigentlich damit alles ja für die Familie christlich-sozial und heimatliebend sein sollte. Und ja, was gibt es sonst zum Erzählen? In Salzburg sind wir umgefallen bei Windradeln, beim Auszahlen von Corona-Strafen. Und das mit dem Verzichten auf eine Lohnerhöhung hat auch nicht funktioniert, weil man wollte ja kein Politiker-Bashing betreiben. Also schauen wir mal, wie es weitergeht. Herbert hat uns persönlich versprochen, mit Handschlag. Bleiben wir da stehen, Licht. Schaut so da aus, wenn man ein dunkles Büdel vor sich hat. Okay, dann kann ich einen Schirm dabei zu machen. Ihr wisst ja, Klimaerwärmung. Deswegen Halstuch, dicke Jacke. Biwar Fashion Jacke drüber. Also klimatisch, wir sind schon wieder mal am Verbrennen. Sei es wie sei, wie gesagt, Herbert hat uns persönlich in die geschüttelte Hand versprochen, es ist Luft nach oben und wenn das Kreuz an der richtigen Stelle ist, wird sich's ändern im Land, ich werde ihn da tatsächlich beim Wort nehmen. Damit sind wir jetzt einmal mehr besinnlich vor bevorstehender Weihnachtsdeko an einem Black Friday draußen. Ich habe ein bisschen an Stress, ich darf jetzt nämlich in den Dienst. Und ja, wir sehen uns dann, ich teasere gleich ein bisschen, morgen, also natürlich nicht als liebe Seher von Krypto.tv, weil bis das Video online ist, hat der Roman noch ein paar Stunden Arbeit, aber wir werden trotzdem morgen aktiv sein, das heißt dann am 18., da gibt es dann nämlich einen Vortrag zur WHO. Und das Schöne ist, gestern hatten wir bei Werner Kogler Fahrstuhlmusik als Einleitung, heute hat man Untertermusik, ich hoffe morgen geht's ohne Musik. Damit bin ich raus. Wir schicken euch ganz viel Christbaumkugel, Liebe und Bauermeditation und ich gehe jetzt dann wieder hackeln. Ich hoffe, ich komme pünktlich, wenn wir zur Abwechslung einmal nicht im Stau stehen. Jetzt, wo die bösen Grünen ja schon festgestellt haben, jetzt fahren sie wieder 130, die Wahnsinnigen. Ja, damit ist das genau das, was wir jetzt machen werden. Wahnsinnig schnell in die Arbeit gehen. Der Roman würde sagen, gehabt euch wohl. Ich sag das auch so. Gute Nacht, armseliges Österreich.